Hallo und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Für die heutige Stunde braucht ihr natürlich eine Yogamatte. Am besten legt ihr die Yogamatte in die Nähe von einer Wand. Wir haben eine Übung, wo wir eine Wand dafür brauchen. Dann könnt ihr noch ein dickes Buch oder einen Yogaklotz brauchen und gerne auch eine Decke. Mehr brauchen wir heute nicht. Wir haben heute Hüftöffner, wir haben Balance. Deswegen bitte unbedingt passt gut auf euch auf, macht nur mit, was sich gut anfühlt. Seid ganz vorsichtig mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Stunde. Wir beginnen heute für Pranayama im Sitzen. Gerne in einem bequemen Sitz, Schneidersitz, Fersensitz. Und wenn ihr wollt, setzt euch etwas erhöht auf einen Yoga-Block, auf ein Buch. Ich habe hier ein Buch mit einer Decke drauf, damit es ein bisschen bequemer ist. Und damit die Hüfte leicht angehoben ist, dann können die Knie ganz entspannt nach unten fallen. Ihr könnt die Hände auf den Oberschenkeln oder auf den Knien absetzen. Richtet euch auf. Die Wirbelsäule wird ganz lang. Scheitel steht zur Decke. Schließt gerne die Augen. Spürt erst einmal für einen Moment in euch rein. Spürt, wie es euch heute geht. Was ihr gerade fühlt. Seid ihr entspannt? Seid ihr vielleicht ungeduldig? Hängt euch noch irgendetwas aus dem heutigen Tag nach? Was ihr vielleicht einfach loslassen wollt? Und könnt ihr mit jeder Ausatmung ganz bewusst loslassen. Mit der Einatmung euch auf die Stunde konzentrieren, fokussieren. Mit der Ausatmung diese ganzen Gedanken, die ihr vielleicht mit euch noch verstrickt habt, ausatmen, loslassen. Einatmen, Klarheit und Fokussierung. Ausatmen, loslassen. Und lass die Schultern ganz locker, ganz entspannt. Beobachte trotzdem ab und zu die Wirbelsäule, ob die noch aufrecht ist. Und dann langsam, wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Da es in der Stunde heute vor allem um Gleichgewicht und Balance auch geht, machen wir eine Atemübung, die die Gehirnhälften ausbalanciert. Wer die Videos angeschaut hat, weiß, wir haben sie schon mal gemacht. Ich erkläre es trotzdem ganz detailliert. Nehmt eure rechte Hand in das sogenannte Vishnu Mudra. Dafür nehmt ihr den Zeigefinger, den Mittelfinger nach unten. Ihr habt den Daumen und den Ringfinger, die bilden so eine Gabel. Der Daumen geht ans rechte Nasenloch, sodass das linke Nasenloch frei ist. Und der Ringfinger verschließt dann das linke Nasenloch. Wenn es jetzt sehr umständlich ist oder ihr das so nicht halten könnt, dann macht einfach zwischen Daumen und Zeigefinger. Daumen ans rechte Nasenloch und der Zeigefinger verschließt dann links. Macht ihr eure Variante, die für euch funktioniert. Ich mache es mit dem Vishnu Mudra vor. Also Daumen ans rechte Nasenloch. Wir atmen tief einmal vollständig aus durchs linke Nasenloch.
tief und vollständig links ein. Verschließen das linke Nasenloch. Kurz halten. Rechts öffnen und ausatmen. Rechts tief einatmen. Mit dem Daumen verschließen, kurz halten. Links öffnen, ausatmen. Links tief wieder ein. Verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, vollständig ausatmen. Rechts wieder tief ein. Verschließen und halten. Links öffnen. Vollständig ausatmen. Macht in eurem eigenen Atemrhythmus weiter. Könnt gerne auch die Augen schließen. Und immer wenn die Nasenflügel beide geschlossen sind, haltet kurz die Luft, die Fülle, bevor wieder öffnet und ausatmet. Fahrt in eurem eigenen Tempo fort. Es sollte leicht gehen, der Atem sollte leicht fließen. Wenn eine Nasenseite verstopft ist, dann zwingt euch zu nichts. Und diese Wechselatmung bringt quasi ein Gleichgewicht zwischen den Gehirnhälften. Also auch eine balancierende Übung. Ist auch schön, wenn man die kurz vorm Schlafen gehen macht, ist nochmal alles ausgeglichen. Man kann wunderbar schlafen. Und wenn ihr das nächste Mal links vollständig ausgeatmet habt, dann nehmt die Hand zurück auf den Oberschenkel, atmet ganz normal weiter durch die Nase, ohne Fokus. Der Atem fließt ganz frei. Aber spürt nach, wo der Atem hingeht.
Wir beginnen im Schneidersitz. Mit der Ausatmung schiebst du die Schultern nach vorne, nimmst dein Kinn zum Brustbein, machst den oberen Rücken rund. Mit der Einatmung hebst du dein Brustbein an, hebst das Kinn leicht an, schaust sanft vor dich, öffnest den gesamten Brustbereich. Ausatmen, die Schultern wieder etwas nach vorne ziehen, rund werden. Einatmen, öffnen. Mach das noch ein paar Mal in deinem eigenen Tempo. Ich zeige euch das mal noch, wie das von der Seite ausschaut, wenn wir das machen, diese Übung. Ausatmen, rund werden. Einatmen, öffnen. Ausatmen, rund werden. Einatmen, öffnen. Die Hände sind die ganze Zeit entspannt auf den Oberschenkeln oder auf den Knien abgelegt. Und versuch dabei, so gut es geht, die ganze obere Wirbelsäule durchzubewegen. Du richtest dich wieder auf, der Rücken ist ganz lang und gerade. Mit der nächsten Einatmung nimmst du die Hände über die Seite mit, streckst dich lang, hebst vielleicht den Blick zur Decke. Ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite, linke Hand vor dich, rechte Hand hinter dich, ganz entspannt, ganz locker, Twist zur Seite. Bleib hier ein paar Atemzüge. Spür, wie sich die Wirbelsäule sanft dreht. Und mit der nächsten Einatmung kommst du wieder zurück in die Mitte, streckst dich ganz lang, atmest aus und drehst dich zur linken Seite, rechte Hand vor dir, linke Hand hinter dir abgestellt. Einatmen, nochmal nach oben kommen, ganz lang wachsen, ausatmen, noch einmal auf die rechte Seite, vielleicht kannst du ein kleines bisschen mehr in den Twist gehen, aber achte darauf, dass deine Pobacken auf der Unterlage bleiben, ob du auf deiner Matte sitzt oder auf einem Klotz. Streck dich lang mit der nächsten Einatmung und dreh dich nochmal auf die andere Seite. Und ein letztes Mal nach oben zur Decke, ganz lang wachsen. Einmal die rechte und einmal die linke Schulter abwechselnd ein bisschen nach oben schieben. Und dann nimmst du die Arme über die Seite zum Boden. Für die nächste Übung nimmst du dir deinen Unterschenkel. Kannst mal gucken, vielleicht kannst du auch den Fuß packen, Unterschenkel packen. Sollte sich gut anfühlen. Nicht so viel Spannung in der Hüfte oder im Knie. Also ganz sanft versuchen, den Unterschenkel so ein bisschen zu bewegen in der Hüfte. Wenn du merkst, da geht noch ein bisschen mehr, vielleicht kannst du den Unterschenkel in die Ellbeugen legen und wie so ein kleines Baby so ein bisschen hin und her schaukeln. Aber es sollte sich gut anfühlen, nicht zu viel Spannung. Und dann nimm nochmal eine Hand an dein Knie und fang an, kleine Kreise zu machen. Den Oberschenkel so ein bisschen in der Hüfte zu bewegen und zu rotieren. Und dann legst du dein linkes Bein ab.
Machen dasselbe mit dem rechten Bein. Es kann sein, dass die Seiten sehr unterschiedlich sind. Achte drauf, wie das sich bei dir anfühlt. Erstmal ein kleines bisschen hin und her bewegen, lockern. Und wenn du merkst, da geht noch ein bisschen mehr, kannst du auch hier wieder die Unterschenkel, den Unterschenkel in die Ellbeugen packen, den gesamten Unterschenkel hin und her wiegen. Und dann nimm wieder den Fuß und dein Knie und beginn kleine Kreise hier in der Hüfte zu machen. Vielleicht auch in die andere Richtung. Und dann legst du auch dein rechtes Bein ab. Nimm deine Hände vor dich. Versuch, dein Brustbein rauszustrecken, dich ganz lang und gerade zu machen. Ich rutsche ein Stückchen zurück, sonst seht ihr mich nicht mehr, weil ich außerhalb des Kamerabilds bin. Die Hände vor dich und dann langsam, da hat es bei mir geknackt in der Hüfte, langsam könnt ihr euch nach vorne lehnen, vielleicht die Unterarme aufsetzen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen tiefer sinken, versucht dabei trotzdem den Po auf dem Boden zu lassen. Langsam wieder nach oben kommen. Nochmal den anderen Fuß nach vorne nehmen. Wir haben immer so eine Lieblingsseite. Und die setzen wir uns gerne beim Schneidersitz, damit mal beide Seiten dran sind. Heute mal auch den anderen Fuß nach vorne. Wieder der Po auf dem Boden. Und ihr lehnt euch nach vorne. Richtet euch langsam wieder auf. Nehmt nochmal die Füße vor euch zusammen. Ihr könnt gerne mit den Händen die Zehen packen vorne und dann den Schmetterling machen. Mit den Knien nach außen wackeln. Gleichzeitig versucht aufrecht im Brustbeinbereich zu bleiben. Nicht zu viel, nicht zu wild. Wir sind noch nicht ganz warm. Und dann langsam nimmst du von außen deine Knie, bringst die zusammen, legst die Arme außen rum. Und dann kommst du aus dieser Position in einen Vierfüßler. Die Hände unter die Schultern, die Knie unter den Hüften. Ziehen kannst du glatt gestreckt lassen oder du kannst sie aufstellen. Mit der nächsten Einatmung kommst du dann sanft das Hohlkreuz, schiebst den Po raus, die Schultern ein bisschen weg von den Ohren, ausatmen aus dem unteren Rücken, wölbt sich die ganze Wirbelsäule, schiebt nach oben Kinn zum Brustbein, einatmen, Hohlkreuz und ausatmen, Katzenbuckel. Mach das ganz gemütlich in deinem eigenen Atemrhythmus.
Und egal, wo du bist, du kommst jetzt wieder in die Mitte mit einem geraden Rücken. Nimmst deinen rechten Arm nach vorne, dein linkes Bein nach hinten, die Ferse schiebt weg. Du ziehst dich diagonal lang auseinander. Und mit der Ausatmung wirst du rund, Kinn und Ellenbogen und Knie zusammen. Einatmen, lang strecken. Ausatmen, nochmal rund werden. Einatmen, lang strecken. Und ein letztes Mal Ellenbogen und Knie und das Kinn zum Brustbein und absetzen. Dann kommt der rechte Fuß nach hinten, der linke Arm nach vorne. Du streckst dich erst wieder ganz lang. Bleibst hier noch einen Moment. Wenn die nächste Ausatmung kommt, Knie und Ellenbogen, Kinn zum Brustbein. Einatmen, wieder lang strecken. Ausatmen, rund werden. Einmal lang strecken und rund werden. Und du stellst wieder alles ab. Drück die Hände fest in die Matte, heb deine Knie ein paar Zentimeter an, Zehenbein fest verwurzelt, starker Bauch, bleib hier für einen Moment, halte, ausatmen, wieder absetzen. Kurz einmal alles entspannen. Vielleicht einmal so richtig schön durchhängen. Noch einmal die Hände fest in den Boden, auch die Fingerspitzen diesmal fest in den Boden drücken, Knie anheben, halte. Ausatmen, absetzen. Und jetzt versuch mal mit dem Rücken so eine runde Bewegung zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ich mache das auch mal von vorne. So wie das Springseil bei so einem Hüpfspiel. Rotiert jetzt einmal der ganze Rücken durch und ihr bewegt die Hüften mit. Und das macht ihr auch in die andere Richtung. Und dann kommt ihr wieder in die Mitte. Dann stellt die Hände ein bisschen vor euch auf, die Zehen hinten an und schiebt euch in einen ersten nach unten schauenden Hund. Ganz locker, ganz entspannt, mal die Beine ein bisschen auslaufen. Abwechselnd strecken, beugen, den Kopf locker lassen, die Lippen auspusten. Richtig schön. Und dann ganz kleine Trippelschritte. Wandert ihr nach vorne, bis ihr hinter den Händen steht. Ihr müsst nicht ganz nach vorne, sondern dass ihr so eine Spannung schon habt in den Beinen. Ihr könnt die Beine natürlich leicht anbeugen, dass nicht zu viel Spannung auf den hinteren Beinrückseiten ist. Und dann ganz locker mal den Kopf loslassen. Probiert mit dem Gleichgewicht ein bisschen mehr nach vorne zu kommen, auf die Zehen, auf die Fußballen. Wenn ihr mit den Händen nicht auf den Boden kommt, gerne die Hände hier abstützen auf den Unterschenkeln oder ihr nehmt euer Klotz, euer Buch, positioniert die Finger da drauf. Und langsam beugt ihr die Knie etwas mehr, hebt den Kopf an, nehmt die Arme einmal über die Seite mit, streckt euch ganz lang, ausatmen, Hände zur Seite. Die Schultern ein bisschen kreisen. Von vorne nach hinten und dann auch mal umgekehrt von hinten nach vorne. Und dann lasst ganz locker. Die Stunde heute geht, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, es geht um Hüftöffner. Es geht aber auch ums Gleichgewicht.
Und ja, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch heute. Ist wieder ein bisschen Balance mit dabei. Wir fangen an, aber ganz klassisch mit dem Sonnengruß am Anfang eurer Matte zum Aufwärmen, 3 Runden. Stellt euch so auf, dass die großen Zehen einander berühren, die Fersen sanft geöffnet sind, die Schultern locker weg von den Ohren, die Hände vielleicht ganz leicht geöffnet und ihr könnt die Knie minimal beugen. Mit der nächsten Einatmung öffnet ihr Hände nach oben zur Decke, Blick zur Decke, ausatmen, die Hände vors Herz. Einatmen, nach oben lang strecken, ausatmen, die Knie tief beugen, taucht nach unten in die Vorwärtsbeuge, schaut eure eigenen Knie an, die Beine können leicht gebeugt sein. Erhebt den Kopf, beugt die Knie etwas mehr, linker Fuß geht zurück, linkes Knie legt ihr ab. Linken Fußrücken, kommt auf die Fingerspitzen, lasst euch tief sinken. Wenn es unterm linken Knie sehr unangenehm ist, könnt ihr gerne eine Decke unterlegen. Ausatmen, die Hände zurück auf die Matte, hinteres Knie anheben, zurücksteigen, schiefe Ebene. Versuch hier ganz gerade zu bleiben, fester Bauch. Bauchnabel zieht nach innen und dann legst du nur deine Knie ab. Beugst die Ellenbogen, Brustkorb und Kinn, rutscht durch in die kleine Kobra. Gleichzeitig klappst du hinten die Füße um, drückst alle 10 Zehennägel fest in die Matte. Dann stellst du hinten die Füße wieder um. Von den Händen aus kommst du in den nach unten schauenden Hund. Fersen tief sinken lassen. Der linke Fuß nach hinten und oben. Mit der Ausatmung nach vorne zwischen die Hände. Rechtes Knie auf die Matte, Fußrücken ablegen. Auf die Fingerspitzen kommen. Hinteres Knie anstellen, Hände sind in die Matte gedrückt. Großer Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Halbe Vorwärtsbeuge heißt, der Rücken wird ganz gerade, parallel zum Boden, wenn es geht. Die Hände auf die Schienbeine oder auf die Oberschenkel. Und du beugst wieder leicht die Knie, nimmst die Hände mit nach oben, streckst dich lang, ausatmen. Erste halbe Runde geschafft. Einatmen, Hände über die Seite, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, lang nach oben wachsen, ausatmen, Knie beugen, nach unten tauchen, Vorwärtsbeuge. Kopf heben, Knie beugen, rechter Fuß geht zurück. Fußrücken ablegen, auf die Fingerspitzen kommen. Ausatmen, Hände absetzen, hinteres Knie anheben, schiefe Ebene. Fersen weg von dir. Knie absetzen, Brustkorb und Kinn durchschlängeln in die kleine Kobra. Die Ellenbogen nachziehen nach hinten zu den Füßen und sind nah an den unteren Rippen. Dann stellst du hinten die Zehen wieder um. Über die Knie drückst du dich in den nach unten schauenden Hund. Rechter Fuß nach hinten und oben. Mit der nächsten Ausatmung nach vorne zwischen die Hände. Stell dein linkes Knie ab. Linken Fußrücken kommen auf die Fingerspitzen. Lass dich tief sinken hier. Hände in die Matte drücken, hinteres Knie anheben, großer Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Dann beugst du deine Knie und streckst dich lang nach oben. Ausatmen. Die nächste Runde beginnen wir wieder mit einer Einatmung. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, lang nach oben wachsen. Ausatmen, nach unten tauchen. Vorwärtsbeuge, schau die eigenen Knie an. Lehn dich etwas nach vorne auf die Zehen.
Dann beug deine Knie, heb den Kopf, linker Fuß geht zurück. Fußrücken ablegen, auf die Fingerspitzen kommen, den Rücken lang machen und in der Hüfte tief sinken. Hände absetzen, hinteres Knie anheben, schiefe Ebene. Knie ablegen, Brustkorb und Kinn. Durchrutschen, kleine Kobra. Zehen hinten umstellen. Nach unten schauender Hund. Linke Ferse nach hinten und oben mit der Ausatmung. Der linke Fuß zwischen die Hände. Rechtes Knie ablegen. Auf die Fingerspitzen kommen vorne. Ausatmen. Hinteres Knie anstellen. Großer Schritt nach vorne. Halbe Vorwärtsbeuge. Und dann Knie beugen. Streck dich lang nach oben. Ausatmen, Hände zur Seite. Mit der nächsten Einatmung. Wieder öffnen, Blick zu den Daumen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, lang nach oben. Ausatmen, nach unten tauchen. Einatmen, Kopf heben, rechter Fuß geht zurück. Rechtes Knie ablegen, Fußrücken ablegen. Die Hände absetzen, hinteres Knie anheben, schiefe Ebene. Fersen schieben, lang nach hinten. Und dann beugst du nur deine Knie, die Ellenbogen. Rutsch durch in die kleine Kobra, Fußrücken wieder flach. Alle 10 Zehennägel drücken in die Matte. Die Zehen hinten umstellen, von den Händen aus über die Knie den nach unten schauenden Hund kommen. Rechtes Bein nach hinten und oben. Mit der Ausatmung nach vorne zwischen die Hände linkes Knie absetzen. Den Rücken ganz lang machen und dann die Hände absetzen, hinteres Knie in die Luft, großer Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Die Knie beugen und mit der nächsten Einatmung lang nach oben strecken. Ausatmen, für einen Moment hier. Tief durchatmen, gerne die Augen schließen. Die Füße kannst du etwas weiter auseinandernehmen, vielleicht hüftbreit. Durch die Nase ein und durch den Mund tief ausatmen. Noch ein tiefer Atemzug. Dann öffnest du langsam wieder die Augen, bringst die großen Zehen zusammen, öffnest die Hände über die Seite, Blick zu den Daumen, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, lang nach oben wachsen, ausatmen, nach unten tauchen. Beugt die Knie, hebt den Kopf. Der linke Fuß macht einen großen Schritt zurück. Linkes Knie legst du ab, linken Fußrücken legst du ab. Und dann richtest du dich auf, löst die Hände vom Boden. Kannst die Arme mit nach oben nehmen, wenn du möchtest. Es gibt hier verschiedene Varianten. Entweder du machst den Rücken lang und gerade, dann ist weniger Belastung auf der unteren Wirbelsäule. Oder du kommst in eine sanfte Rückbeuge. Dann musst du aber darauf achten, dass der Rücken möglichst lang auseinandergestreckt ist. Du nimmst deine Hände vor dein Herz und drehst dich mal auf die linke Seite. Entschuldigung, auf die rechte Seite. Den linken Ellenbogen vors rechte Knie verhaken, wenn das geht.
Und langsam wieder zurück zur Mitte. Noch einmal lang strecken. Ausatmen, Hände auf die Matte. Hinteres Knie anheben und wie gewohnt in die schiefe Ebene steigen. Knie absetzen, Ellenbogen beugen, Brustkorb und Kinn ablegen. Durchrutschen, kleine Kobra. Drei tiefe Atemzüge hier in der kleinen Kobra. Und beobachte, wie sich dein Brustkorb mit deinem Atem hebt und senkt. Und dann stellst du hinten wieder die Zehen um. Von den Händen aus drückst du dich nach hinten. Streckst die Beine bis zum nach unten schauenden Hund. Dein linkes Bein nach hinten und oben und mit der nächsten Ausatmung nach vorne zwischen die Hände. Einatmen. Heb nochmal die Arme an. Wenn du möchtest, nochmal. Diesmal den rechten Ellenbogen vors linke Knie und du drehst dich zur linken Seite. In einen Twist. Und löst das Ganze nochmal auf. Streckst dich lang. Ausatmen. Hände nach vorne. Hinteres Knie anheben. Großer Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge, streck dich ganz lang vom Steißbein bis zum Scheitel. Dann beugst du die Knie und richtest dich wieder lang auf. Ausatmen, Hände zur Seite. Mit der nächsten Einatmung. Arme wieder über die Seite öffnen, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, lang nach oben wachsen, ausatmen, die Knie beugen, tauch nach unten, Finger und Zehen in einer Linie, Vorwärtsbeuge. Beug die Knie, heb den Kopf, rechter Fuß geht zurück. Wenn du möchtest, nimmst du wieder die Arme mit nach oben. Entweder gerader Rücken oder sanfte Rückbeuge. Dann nimmst du die Hände zusammen, drehst dich nochmal auf die linke Seite, rechten Ellenbogen vors linke Knie. Versuch dich hier mit den Händen so ein bisschen aufzuspannen. Einatmen, lang nach oben öffnen, ausatmen, Hände auf die Matte, hinteres Knie anheben, zurücksteigen, schiefe Ebene. Knie absetzen, Ellenbogen beugen, Brustkorb und Kinn. Durchrutschen, kleine Kobra. Stell wieder hinten die Zehen um. Drück dich von den Händen aus in den nach unten schauenden Hund. Und dann nimmst du nochmal dein rechtes Bein nach hinten und oben mit der Ausatmung nach vorne zwischen die Hände, linkes Bein, linkes Knie ist abgelegt. Die Arme öffnen nach oben. Wenn du möchtest, dreh dich nochmal auf die rechte Seite, linken Ellenbogen vor das rechte Knie, Handflächen aneinander gedrückt. Komm mit dem Twist. Löst das Ganze wieder auf, streck dich nochmal lang und platziere dann die Hände vorne neben dem Fuß, hinteres Knie in die Luft, großer Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Und dann beugt deine Knie, streck die Finger nach hinten und streck dich ganz lang nach oben, ausatmen, locker lassen, alles mal ausschütteln. Für die nächste Übung stellt ihr euch in die Mitte eurer Matte, die Füße ungefähr hüftbreit aufgestellt. Ihr könnt euch euer Buch oder euren Klotz mitnehmen und vielleicht hier vorne
etwas vor euch aufstellen, so einen gemütlichen Schritt vor euch. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, mit den Fingern auf den Boden zu kommen, aber das werdet ihr jetzt gleich merken. Ihr beginnt, den linken Fuß nach hinten zu nehmen und euch gleichzeitig mit dem Oberkörper abzusenken. Ihr könnt die linke Hand aufs Buch legen oder wenn ihr auf den Boden kommt, nehmt ihr die auf den Boden. Einatmen, richtet euch wieder auf, könnt den linken Fuß sanft abstellen, nochmal nach vorne kommen, mit der Einatmung wieder aufrichten und noch einmal nach unten auf das Buch oder auf die Matte. Das ist die sogenannte Standwaage, die wir hier üben. Und auch wenn es jetzt bei euch vielleicht sehr wackelig ist, es wird besser, wenn man das öfter macht. Also jeden zweiten Tag mal, ein paar Mal übt, 5 bis 10 Mal oder so. Dann hat man bald ein Ergebnis und das ganze Gleichgewicht wird ein bisschen besser. Ihr stellt jetzt den linken Fuß wieder komplett ab. Bringt euer Gewicht jetzt diesmal auf den linken Fuß. Rechten Fuß sanft nach hinten, gleichzeitig den Oberkörper absenken, bis er parallel zum Boden ist. Die rechte Hand aufs Buch oder auf den Boden. Versucht hier die Ferse wegzuschieben, dann stabilisiert sich das hintere Bein besser. Einatmen, wieder nach oben kommen. Ausatmen, nach unten. Und der linke Arm, der kann entweder ganz gemütlich pendeln oder der ist parallel zum hinteren Bein. Einatmen, wieder aufrichten. Ausatmen, nochmal tief kommen. Und einatmen, aufrichten. Wie gesagt, wenn ihr wackelt, nicht schlimm. Gewicht ist wieder auf dem rechten Bein. Linkes Bein geht nach hinten. Diesmal geht der rechte Arm nach unten, entweder aufs Buch oder auf den Boden. Und der linke Arm, entweder pendelt der ganz gemütlich oder ihr habt die Hand an der linken Hosennaht und den linken Arm parallel zum linken Fuß einatmen, nach oben kommen. Kurz durchschnaufen, ausatmen, nochmal nach vorne lehnen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, noch ein letztes Mal nach unten kommen. Rechte Hand, rechter Fuß. Stabilisiert euch vielleicht auch, indem ihr euer Standbein immer ganz leicht anbeugt. Das hilft manchmal. Und kommt nach oben. Kurz durchschnaufen. Dann geht das Gewicht nochmal auf den linken Fuß. Rechter Fuß nach hinten. Rechter Arm kann an der rechten Hosennaht bleiben, linke Hand aufs Buch, rechte Ferse schiebt weg von euch, einatmen, aufrichten, ausatmen, tief kommen. Einatmen, aufrichten und ein letztes Mal. Und kommt nach oben. Schüttelt mal alles ganz locker aus. Ihr könnt euer Buch auf die Seite legen. Vielleicht so, dass ihr es trotzdem griffbereit habt für die nächste Übung. Ich lege es mal weiterhin hierher. Und mache das jetzt nur einmal vor. Ihr steht hüftbreit. Beugt die Knie an und nehmt mal den linken Fuß weg vom Boden. Setzt den linken Knöchel aufs rechte Knie. Ihr kennt die Übung vielleicht schon vom Liegen. Sukhchindrasana, Nadelöhr ist die Position. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier stabilisieren, indem ihr die Hand, rechte Hand auf den Fuß, linke Hand aufs Knie nehmt, das Standbein sanft beugt. Ihr könnt dann auch die Unterarme parallel zum Unterschenkel nehmen. Handflächen zusammenlegen. Wichtig ist hier wieder die Zehen vom linken Fuß, die sind angespannt, die zeigen in Richtung Knie.
Damit schützt ihr euren Meniskus. So, entweder bleibt ihr hier oder ihr versucht die Hände unten abzusetzen oder eben drum das Buch in Reichweite, Hände aufs Buch absetzen und nach vorne beugen. Auch hier, wenn es geht, wieder ein bisschen mit dem Gleichgewicht spielen, etwas mehr nach vorne kommen und zum Rauskommen hebt ihr als erstes den Kopf, beugt das Standbein etwas mehr, richtet euch langsam auf und löst das Bein. Schüttelt nochmal alles aus. Das war jetzt dann auch wirklich die letzte anstrengende Übung, ich verspreche es. Aber wir müssen natürlich auch noch die andere Seite machen, deswegen beugt wieder sanft die Knie, Stand ist hüftbreit, rechtes Bein etwas mehr beugen, rechten Knöchel aufs linke Knie, vielleicht erstmal wieder Hand an die Fußunterseite und eine Hand ans Knie. Wenn ihr wollt, Hände verschränken, Unterarme parallel zum Unterschenkel. Standbein etwas mehr beugen. Die Zehen vom rechten Fuß sind aktiv. Und dann könnt ihr euch nach vorne lehnen. Das Standbein etwas mehr strecken, etwas tiefer kommen. Und langsam zum Rauskommen wieder kontrolliert Kopf heben, aufrichten und das rechte Bein abstellen. Und alles ausschütteln. Und dann könnt ihr jetzt wirklich das Buch beiseite legen, nochmal an den Anfang eurer Matte kommen, die Knie beugen, ganz tief kommen, tief, 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 bis es nicht mehr tiefer geht und dann rollt ihr euch ganz gemütlich über den Rücken ab. Und ein paar Mal über die Wirbelsäule, wenn sich das gut anfühlt. Und dann stellt ihr langsam die Füße auf. Legt den Rücken ab. Streckt die Hände nach unten aus. Die Füße sind nah am Gesäß. Mit der nächsten Einatmung rollt ihr langsam Wirbel für Wirbel den Rücken nach oben. Die Füße drücken fest in den Boden und die Knie bleiben beisammen. Ausatmen. Ablegen. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Ausatmen, Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Macht das ganz langsam und in eurem eigenen Tempo. Wenn ihr das nächste Mal nach oben rollt, könnt ihr gerne noch etwas weiter rollen. Richtig auf die Schulterblätter, auf die Oberarme nach oben rollen, die Füße ganz fest in die Matte drücken, die Hüfte vielleicht noch ein bisschen höher schieben. Vielleicht wollt ihr die Außenkanten eurer Matte packen, euch da festhalten. Und so ein Bogen für einen Moment ganz gespannt sein. Achtet darauf, dass die Knie nicht nach außen fallen, sondern die bleiben fix. Hüftbreit und dann langsam löst ihr alles wieder auf, rollt nach unten
Macht den unteren Rücken mal ganz lang. Nehmt die Füße mattenbreit auseinander. Lasst die Knie zusammenfallen. Beginnt nach rechts und nach links zu schaukeln mit den Knien. Und dann stellt ihr die Füße wieder hüftbreit auf. Nehmt die Arme 90 Grad zur Seite. Mit dem Po einen kleinen Hüpfer nach links. Und lasst die Knie beide auf die rechte Seite fallen. Wenn die linke Schulter auf dem Boden bleiben kann, dann kann auch der Kopf auf die linke Seite rüberrollen. Spürt ihr in diesem Twist in eurer Wirbelsäule, wie sich der Rücken sanft dreht? Und als erstes dreht ihr wieder den Kopf in die Mitte und dann stellt ihr die Beine zurück auf. Jetzt macht der Po einen kleinen Hüpfer nach rechts. Die Knie gehen beide auf die linke Seite. Und der Kopf kann auf die rechte Seite rüberrollen, wenn die rechte Schulter am Boden bleibt. Langsam rollt wieder der Kopf zurück. Ihr richtet nochmal die Beine aus. Und wenn ihr eine Wand in der Nähe habt, dann könnt ihr heute gerne nochmal die Matte einfach an die Wand schieben. Nehmt eure Decke und euer Buch. Baut euch hier so ein kleines Podest, wo ihr den Po drauflegen könnt. Setzt euch neben dieses Podest und dann legt ihr euch ab, den Po auf das Podest drauf, die Beine ganz entspannt gegen die Wand gelehnt, gerne die Arme auch nochmal zur Seite öffnen. Ihr könnt natürlich auch die Matte längs nehmen. Und es darf gerne ein bisschen Abstand sein zwischen dem Gesäß und der Wand.
so ein kleiner Winkel von den Fersen zum Gesäß. Und dann habt ihr diese leichte Erhöhung von der Hüfte. Und schließt hier gerne für einen Moment die Augen. Beobachtet einfach nur. Beobachtet den Atem. Spürt nach, wohin der Atem geht. Mit in die Beine, die ganz leicht werden. In den Bauchbereich. Jetzt ganz locker und ganz entspannt ist. Spür den Brustbereich, der ganz weit und ganz offen ist. Schulterbereich, Schultergürtel auf dem Boden. Ich spüre auch in den Kopf. Der Hinterkopf ist ganz schwer. Und sinkt tief in deine Matte. Und dann langsam beweg die Finger und die Zehen, zieh die Beine ran, roll dich von deinem Klotz runter. Und wenn es noch irgendeine Bewegung gibt, die du gerne noch machen möchtest, kannst du die jetzt noch machen. Und ansonsten kannst du dich auch schon für die Endentspannung ablegen. Vielleicht möchtest du dich zudecken. Mach's dir ganz bequem. Wenn du dich ganz entspannt abgelegt hast, in Shavasana, schließ die Augen, schließ den Mund, atme durch die Nase.
Verweile noch kurz in Gedanken bei der Umkehrhaltung, die wir gerade gemacht haben. Viparita Karani, der unterstützte Schulterstand. Spür noch der Leichtigkeit nach, die du vielleicht gefühlt hast. In dieser Position ist das Herz höher als der Kopf. Und im Yogischen ist das eine gute Übung. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, warum. Und lass dieses Gefühl von Leichtigkeit sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Stell dir vor, du wirst so leicht wie eine Wolke. Fühlst langsam empor in Richtung Himmel. Mit jeder Einatmung atmest du tief in dein Herzzentrum. Noch mehr Leichtigkeit breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Vielleicht spürst du, wie sich langsam mit der Leichtigkeit auch ein Gefühl von Zufriedenheit in dir ausbreitet. Alles ist gut so, wie es ist. Und alles, was du vielleicht nicht gut findest, akzeptiere es, dass es so ist, wie es ist. Und bleib weiter bei dieser Vorstellung von dir als Wolke. Ganz langsam segelt die Wolke zurück nach unten, bis du ganz weich, ganz sanft wieder auf deiner Matte landest. Nimm einen tiefen Atemzug. Beginn deine Finger und deine Zehen zu bewegen. Du magst, streck dich nochmal in die Länge, räkel dich. Und roll dich dann mit geschlossenen Augen auf deine Lieblingsseite nochmal klein zusammen. Zieh deine Knie zu dir ran,
Und dann setzt du die Hand vom oberen Arm vor dir auf. Und drückst dich langsam, ganz gemütlich, gerne immer noch mit geschlossenen Augen in eine sitzende Position. Schneidersitz, Fersensitz, was auch immer sich jetzt für dich gut anfühlt. Nimm dann deine Hände vor dein Herz, dass die Daumen das Brustbein berühren. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute und jetzt diese Zeit genommen hast für Yoga. Bedanke dich auch bei deinem Körper, dass er dich Yoga machen lässt. Namaste. Vielen Dank euch fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.